Was geht ab? Und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Es ist richtig, richtig geil, dass du heute hier bist. Was haben wir heute vor? Heute, wie es der Till schon verrät, habe ich wieder ein kleines Workout für dich vorbereitet. Passend zum Workout Wednesday gibt es heute 10 Übungen. Ein kleines Full-Body-Workout, was du überall und jederzeit nachtrainieren kannst, ohne jegliches Equipment. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich das in meinen Lauf einbinde. Deswegen sind wir jetzt auch gerade draußen im Wald. Ich habe mich heute mitgenommen auf meinen Lauf, in mein Lauf-Workout. Das ist ein Full-Body-Workout, dauert ungefähr 10 Minuten. Sind 10 Übungen, je Übung 10 Wiederholungen. Also wenn du auch keine Uhr oder so dabei hast, ich habe jetzt auch keine Uhr oder so dabei, sondern ich mache das ohne jegliches Equipment, um dir einfach zu zeigen, dass du für ein geiles Workout nichts brauchst, sondern nur Motivation, und die bekommst du hier. Also ich freue mich auf ein geiles Workout mit dir zusammen, und wir gehen wieder als Follower lang da durch. Das heißt, wir beide ziehen das Workout gleich zusammen durch, egal wo du bist, egal was du zu Hause da hast, keine Ausreden, du kannst das Workout jederzeit und ohne irgendwelche Hilfsmittel durchziehen. Also in die Sportklamotten rein, mach dich bereit, Handtuch bereitlegen, vielleicht einen kleinen Schluck trinken, und dann starten wir direkt ins Workout rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, und es ist richtig, richtig geil, dass du heute hier bist. Und auch wenn ihr das Workout in euren Lauf einbindet oder wenn ihr das von zu Hause aus macht, dann umso mehr. Starten wir natürlich vor dem Workout erstmal mit einem kleinen Warm-up, um die Schultern ein bisschen locker zu machen, die Handgelenke ein bisschen locker zu machen und uns auf die Belastung vorzubereiten. Also einfach mal direkt reinstarten mit mir zusammen auf der Stelle. Ganz lockere Skippings, ganz entspannt die Arme mitnehmen. Jawohl. Und wir nehmen die Arme dazu und einfach mal ganz lockere Schattenboxen nach vorne. Ganz entspannte, gerade Schläge, ohne irgendwelche krassen Pushen. Ohne irgendwie krasse Belastung. Einfach ein bisschen Bewegung reinbringen. Ganz locker nach vorne. Jawohl. Und wir schlagen einmal zur Seite. Sehr gut. Jawohl. Schön die Skippings beibehalten. Und leichte Schläge zur Seite weg. Und einmal nach oben. Diagonal nach oben. Jawohl. Schön. Und wir kommen wieder nach vorne. Zack. Gerade Schattenboxen nach vorne. Und leichte Skippings dazu. Und Arme nach unten. Ganz locker ausschütteln. Sehr gut. Und wir kreisen die Arme einmal dazu. Skippings die ganze Zeit weiter. Schön warm machen. Die Leute, die das in ihren Lauf einbinden, die werden sich freuen. Aber ein bisschen warm machen muss vor jedem Workout sein. Und wir kreisen die Arme nach hinten. Jawohl. Sehr schön. Und wir bleiben einmal stehen. Und kreisen die Arme einmal schön groß nach vorne. Und 3-4 Umdrehungen nach hinten. Und 3-4 Umdrehungen nach vorne mit dem anderen Arm. Und das gleiche nach hinten. Jawohl. Das gleiche machen wir mit den Handgelenken. Einmal packen. Ein paar Umdrehungen nach innen, ein paar Umdrehungen nach außen. Ein bisschen Bewegung reinbringen, ein bisschen mobilisieren und auf das Workout vorbereiten. Sehr schön. So, genug aufgewärmt. Ab geht's ins Workout. Viel Spaß! Erste Übung sind Stair Jumps. Sucht euch dafür vielleicht einen kleinen Baumstumpf oder hier so einen umgekippten Baum raus, wo ihr das Bein aufstellen könnt und ungefähr hier einen 90-Grad-Winkel drin habt. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr ist auch okay. Einfach, dass ihr eine kleine Anhöhe habt, wo ihr dann abwechselnd mit den Beinen hoch und runter springen könnt. Im besten Falle stolpert ihr nicht. Und bei den Stairjumps machen wir das so, da die 10 Wiederholungen relativ schnell durch sind, machen wir 3x 10 Wiederholungen und dann gehen wir weiter zur zweiten Übung. Also, los geht's. Und go. Und noch 10 extra. Sehr schön. Weiter geht's zur zweiten Übung. Alright, zweite Übung. Baum ziehen. Ist für den Rücken wie Rudern. Stellt euch das vor wie eine TRX-Übung. Das heißt, ihr sucht euch hier einen Baumstamm raus, der vielleicht ein bisschen schräg steht, vielleicht auch ein bisschen gerade. Und ihr könnt wie im TRX, je weiter ihr nach vorne geht, desto mehr Widerstand müsst ihr nach oben ziehen. Je weiter ihr aufrecht steht, desto weniger anstrengend ist es, desto geringere Schwierigkeit habt ihr.
Versuch da selber ein bisschen zu regulieren und auch hier wieder 10 Wiederholungen schön in den Rücken arbeiten. Mein Muscle Connection, stellt euch vor, dass hier ein Ellbogen dran, ein Seil hinten am Ellbogen ist und ihr zieht richtig in den Rücken rein. Und schön nach vorne gehen und zack, Baum umgreifen und in den Rücken arbeiten. Brust raus und Sonne genießen. Oben kurz die Spannung halten und langsam runter. Und auch hier nach den 10 Wiederholungen kurz stoppen. Bisschen ausschütteln und dann geht's in die zweite Runde. Nochmal 10 Wiederholungen. In der Pause nicht einfach nur rumstehen, sondern auf der Stelle leichte Schritte. Bisschen ausschütteln, bisschen warten und wenn die Spannung im Rücken nachlässt, geht's weiter mit der nächsten 10 Wiederholungen. Ein kleines bisschen weiter nach vorne gehen und wir rudern wieder nach oben. Zack. Schön die Spannung halten im Rücken. Richtig reinbrennen. Und einer noch. Zack. Sehr schön. So, weiter geht's zur dritten Übung. Und weiter geht's mit Übung Nummer 3 und zwar Push-Ups. Push-Ups machen wir in 3 Variationen. Also einmal mit einem weiten Griff, einmal mit einem schulterbreiten Griff und einmal mit einem Close Grip. Und je Variante machen wir 10 Wiederholungen direkt hintereinander weg. Genießt den Burn. Eine Sache noch, ihr könnt die Übung entweder mit den Füßen gerade auf dem Boden machen oder um das Ganze ein bisschen zu erhöhen, die Schwierigkeit, könnt ihr die Füße auch hinten auf den Baumstamm draufstellen und so noch ein bisschen den Druck auf die Brust und auf die Schulter erhöhen. Probier einfach mal aus, welche Variante die beste für dich ist. Core-Bereich festmachen, Spannung halten und dann Arme weit auseinander und wir gehen runter. 1, 2, 3, 10 Stück und wir wechseln auf den schulterbreiten Griff. Schön stabil bleiben im Core-Bereich, nicht abknicken in der Hüfte. Und wir wechseln den Griff, auch wenn die Brust vielleicht schon ein bisschen brennt, in den Close Grip. Zack, Hände schön nah zusammen und es geht weiter. Spannung im Core und runter. 30 Wiederholungen sind durch, Brust ist schon gut am Brennen. Weiter geht's mit Übung Nummer 4. Weiter geht's. Und was wäre ein Workout während des Laufens ohne eine Beinübung? Das heißt, wir machen jetzt die Lunges. Lunges entweder gerade auf dem Boden oder um die Schwierigkeit ein bisschen zu erhöhen, könnt ihr das Ganze auch wieder hinten auf eurem Baumstumpf auflagern. Ich zeige euch einmal die Variante ohne Erhöhung. Zack, schön weiter Ausfallschritt und dann geht's runter. Kurz vorm Boden stoppen mit dem Knie. Ihr habt die Spitze des Knies nicht über eure Fußspitze drüber und der Druck kommt hinten aus der Ferse, sodass die Spannung hier schön vorne an der Oberschenkelvorderseite ist. Und dann nach oben gedrückt und wieder runter. Zack, nach oben, langsam runter und wieder explosiv nach oben. Jawohl, zack, hoch. Schön hier die Spannung spüren. 10 saubere Wiederholungen, entweder auf dem geraden Boden oder hinten aufgelagert. Ich zeige euch einmal die aufgelagerte Variante. Und wir machen direkt 10 saubere Wiederholungen. Let's go. Ganz runter und nach oben. 2, 3, 4,
achtet darauf, dass ihr im Knie hier nicht irgendwie nach links oder rechts wegknickt, sondern versucht hier schön stabil zu bleiben. Die goldene Regel, wenn ihr euch während der Übung verzählt oder so, einfach immer noch 3 bis 5 Wiederholungen oben drauf hauen, bis es richtig schön brennt. Das ist die Strafe fürs Verzählen. Weiter geht's mit dem anderen Bein. Auch hier wieder 10 saubere Wiederholungen. Sehr gut. Das macht sich doch schon gut bemerkbar in den Beinen. Puh. Weiter geht's zur nächsten Übung. Keine Pause. Weiter geht's mit der nächsten Übung und zwar für den Core-Bereich, speziell für den Bauch, haben wir vorne jetzt die Mountain Climbers. Mountain Climbers, genauso wie die anderen Übungen auch, könnt ihr entweder auf dem flachen Boden machen oder um die Schwierigkeit ein bisschen zu erhöhen, sucht ihr euch wieder hier euren Baumstumpf raus und lagert die Füße hinten auf und dann kontrollierte Mountain Climber. Schritt für Schritt das Knie schön nach vorne reinziehen und in den Bauch richtig die Spannung reinbrennen. Viel Spaß dabei. Let's go. Vorne kurz eine Sekunde die Spannung halten und wieder hoch. Linkes Knie zum rechten Ellbogen. Rechtes Knie zum linken Ellbogen. 10 Wiederholungen pro Seite. Jawohl. Alter. Das brennt. Das ist geil. Weitermachen. Alright, nächste Übung sind explosive Push-Ups. Das heißt, ihr lädt euch auf den Baumstumpf drauf. Ihr könnt das natürlich auch genauso gut auf einer flachen Oberfläche machen. Arme schön eng zusammen, ein bisschen enger als schulterbreit. Und dann Spannung aufbauen im Core-Bereich. Langsam runter und dann bam, explosiv nach oben. 10 saubere Wiederholungen. Schön kontrolliert nach unten. Richtig die Spannung spüren. Und dann bam, explosiv nach oben. Langsam runter. Puh. Puh. Wenn er explosiv nach oben geht, schön ausatmen. Puh. Ellbogen nah am Körper halten. Nicht nach außen wegdrehen, sondern schön nah am Körper. Wiederholung. Das brennt schon richtig gut in der Brust und vor allem auch in der Schulter und gleichzeitig auch im Trizeps. Eine super Kombiübung, um den Oberkörper richtig schön auf Feuer zu bringen. Und das Beste danach ist, erstmal ein bisschen die Sonne genießen. Kurze Pause machen, ein bisschen ausschütteln, tief durchatmen und weiter geht's zur nächsten Übung. Und wir bleiben direkt in der Position, denn die nächste Übung sind die Flutterkicks. Flutterkicks. Ihr stützt euch ab, seitlich ein bisschen stabilisieren, Beine in die Luft, Oberkörper ein bisschen nach hinten, schöne Stabilität halten im Bauchbereich und dann geht's ab, indem ihr mit den ausgestreckten Beinen abwechselnd hoch und runter. Ihr könnt das Ganze auch machen, indem ihr die Schwierigkeit erhöht, indem ihr euch nicht abstützt und dann die Balance zusätzlich noch ein bisschen intensiviert,
dass ihr noch mehr Stabilität halten müsst. Und ihr macht das so, dass ihr im Kopf einfach 3x10 zählt. Also, let's go. Schön Tempo machen. Nicht langsam mit den Beinen, sondern richtig schön auf Schnelligkeit. Ihr könnt das auch so machen. Das erste Mal, wenn ihr bis 10 zählt, Arme hoch. Tempo machen. Das zweite Mal, die Arme abstützen. Brennen lassen. Kommt schon. Durchziehen. Und wieder bis 10. Yeah. Das zieht. Das zieht den Bauch richtig auseinander. Geil. Sehr, sehr gut. Dabei noch zu zählen, ist echt gut für die Konzentration. Und dann könnt ihr das immer so machen, dass ihr ein bisschen durchwechselt. Das erste Mal bis 10 zählen, seitlich mit den Händen stabilisieren. Beim zweiten Mal bis 10 zählen, versucht ihr die Hände mal ein bisschen hochzunehmen. Und selbst wenn es nur für 2-3 Sekunden sind, einfach mal ein bisschen die Schwierigkeit erhöhen, ein bisschen versuchen, die Stabilität auszugleichen, indem ihr euch weiter nach hinten lehnt, weiter nach oben geht. Probiert da mal ein bisschen rum und lasst es ordentlich brennen. Ah, und weil die Position so geil ist, bleiben wir einfach direkt hier liegen. Kurze Sonnenpause und machen weiter mit den Superman Back Extensions, um den unteren Rücken richtig schön zu fordern. Und gleichzeitig rudern wir mit den Armen auch noch ran, um den oberen Rücken noch mal mit reinzubringen. Also, Arme ausgestreckt, Beine ausgestreckt und dann geht's hoch. Zack, Beine und Arme vom Boden hoch und ranrudern. Halten und wieder nach vorne, kurz ablegen und wieder hoch. Zack, ranrudern. Halten und wieder runter. 10 Wiederholungen. Und dranbleiben, komm. Unteren Rücken richtig fackeln lassen. Und in den oberen Rücken reinrudern. Und hoch. Halten. Halten. Und einen noch. Beißen. Und wieder liegen bleiben. Kurze Sonnenpause. Ja, danach sieht es auch einfach top aus. An der Stelle merke, nächstes Mal einfach das T-Shirt runterlegen. Wäre ganz gut. Alright, nächste Übung für die Waden. Um die Beine noch ein bisschen mit reinzubringen, haben wir jetzt Wadenheben. Entweder mit beiden Füßen aufgestellt oder mit einem Fuß abwechselnd aufgestellt. Je nachdem, wie das von der Balance her bei dir passt oder auch wie du das von der Intensität her gerne hast. Also, wir legen los. 10 Wiederholungen pro Wade. Wenn du das mit beiden Beinen aufeinander machst, dann gibt es 20 Wiederholungen. Also, weiter geht's. Sucht euch einen Baumstumpf raus. Entweder mit beiden Beinen. Unten den Stretch mitnehmen, ganz nach oben halten, wieder runter, ganz runter, schön die Dehnung spüren in der Wade. Upsa. Und dann geht es wieder nach oben, Spannung halten, langsam runter. Oder ihr macht das einbeinig. Balance zusätzlich. Durch die Balance habt ihr den Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen erhöht und es brennt einfach richtig schön in der Wade, wenn ihr ganz nach oben hochgeht und dann richtig schön da reinbrennt und die Spannung für eine Sekunde oben haltet. Erstmal die Balance finden und dann geht's runter und nach oben hoch.
oben kurz die Spannung halten und wieder runter. Brennt. Jawohl. Waden sind auch bedient. Weiter geht's. Alright. Und weil das Beste mal zum Schluss kommt, haben wir jetzt noch als Finisher, als 10. Übung, die Skippings mit Push-Ups. Insgesamt macht ihr 10 Push-Ups, dazwischen schöne, schnelle Skippings, pusht euch da selber und geht richtig ans Limit. Danach haben wir es geschafft, komplett dreckig, schmutzverschmiert, passend zu einem Waldworkout. Richtig, richtig geil, dass du bis hierhin am Start geblieben bist, durchgezogen hast, hoffentlich schon einen guten Burn spürst und jetzt geht's in die Skippings rein. Wir reden gar nicht mehr länger rum, sondern starten mit den Skippings auf der Stelle. Schöne, schnelle Schritte und wir gehen runter, Push-Up, hoch und Skippings weiter. Zack, schön schnell, Arme mitnehmen und bam, runter, hoch und die Skippings, jawohl. Zack, schneller und wir werden noch ein bisschen schneller, komm. Und Push-Up, zack, runter. So lange, bis du 10 Push-Ups geschafft hast und genieß die Skippings währenddessen. Nicht extra wenig Skippings, zieh die Skippings durch und ein bisschen schneller, komm. Push-up, zack, bam, und Skippings. Zieh und Push-up, bam, Skippings. Mund voller Dreck. Sehr gut. Push-up, zack, runter. Und komm, bisschen schneller noch. Zieh bei den Skippings. Zieh, Push-up, runter. Und Skippings. Bisschen schneller werden. Drei noch. Push-up. Bam. Und zwei noch. Push-up. Zack. Und Skippings. Komm. Nochmal alles, was geht, rausholen. Ziehen. Ziehen. Und Push-up. Runter. Hoch. Geschafft. Richtig, richtig geil hast du das gemacht. Sehr starkes Workout durchgezogen. Erstmal wieder kurz zu Atem kommen. Das waren 10. Intensive Übung, richtig, richtig geil, durchgezogen, stark. Und da sind wir auch schon wieder. Du hast das Workout richtig, richtig geil durchgezogen. Wenn du hier immer auch am Start bist, fettes Lob an dich, digitale Faust, Applaus an dich, richtig geil durchgezogen. 10 schöne intensive Übungen, die du überall und jederzeit durchziehen kannst. Wenn dir das noch nicht intensiv genug war, dann kannst du auch sehr gerne noch ein paar mehr Durchgänge davon machen. Oder ich mache das beispielsweise immer so, dass ich das halt in meinen Lauf integriere. Ich laufe dann immer 3-4 Kilometer, hau dann einen Durchgang raus, laufe wieder 3-4 Kilometer, hau den nächsten Durchgang raus, dann laufe ich wieder 3-4 Kilometer und dann den nächsten Durchgang, sodass ich insgesamt auf 3-4 Durchgänge komme und dann hat man einen richtig guten intensiven Pump drin, ein richtig geiles Workout durchgezogen und kann danach mit einem extrem geilen Gefühl nach Hause laufen. Dann haben wir nämlich ein richtig geiles Kombi-Workout durchgezogen und durch den Run dazu haben wir gleichzeitig auch noch ordentlich was für die Ausdauer getan. Das heißt, wir haben einen ordentlichen Muskelburn im Oberkörper, im Unterkörper und durch den Run dazu haben wir die Beine komplett on fire und gleichzeitig auch noch ordentlich was für unser Herz-Kreislauf-System getan. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Übungen gefallen haben und das Workout ist einfach eine super Variante, wenn du beispielsweise gerade nicht viel Zeit hast, nicht weißt, was du machen sollst und in einer Mittagspause beispielsweise irgendwie nur 10-15 Minuten Zeit hast, aber dich irgendwie bewegen willst, dann ist genau dieses Workout das Richtige für dich, weil du kannst es innerhalb von 10-12 Minuten ganz entspannt durchziehen, kannst dich richtig auspowern und bist danach wesentlich fokussierter als vorher und kannst wieder voll durchstarten. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachtrainieren. Hau mir gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare, wie dir die Übungen gefallen haben, wie dir das Workout gefallen hat, wie dir dieses Format gefällt, dass wir das immer als Follow-Along machen, das heißt, dass wir beide zusammen trainieren. Hau mir gerne ein bisschen Feedback raus. Wenn dir das Video gefallen hat, hau mir gerne einen Daumen nach oben raus und lass ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich laufe jetzt mal weiter, ab zum nächsten Durchgang und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachtrainieren. Bis zum nächsten Video. Bleib fit und gesund. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass du hier bist und...